Und das gibt's immer. Die Menschen folgen jedem, der rumbrüllt. So wie heute auch. Leute, die brüllen herum, Kalifat, Kalifat. Es gibt Leute, die folgen denen. Hast du Leuten das Wissen beigebracht? Nein, wir reden nicht über Da'wah. Ihr bringt jedes Mal Wudu bei. Ja, und was hast du gemacht? Du hast nur über den Status quo geredet. Guck mal, hier passiert das und hier passiert das und hier passiert das und hier wurde Hijab verboten, hier wurde dies, hier wird immer Jazira, ja, nur Nachrichten. Ja, und jetzt, wie ändern wir das? Ja, weiterreden, einfach nur bla 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 bla. Ändert das irgendeine Situation? Nein. Also Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, sagt, es wird immer solche Leute geben. Boah, der kann gut reden. Boah, Junge, der hat die Wahrheit gesagt. Ja, okay, und jetzt? Was hat sich geändert? Wozu hat er aufgerufen? Nur zum Kreischen auf den Straßen. Hat er Al-Fatiha herbeigebracht? Ach, ihr mit eurem Koran beibringen. Ja, ja, genau das ist eben die Änderung. Wie wollen wir etwas ändern? Indem wir den Menschen die Religion beibringen. Wie kann die Situation bei den Muslimen geändert werden? Wie ich schon mal erwähnt habe, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, wurde gefragt, warum sagt ihr nichts über diese Banken, diese Zinsbanken? Warum befehlt ihr nicht den Königen, das zu schließen? Dann sagt er dem Fragenden, geht ihr nicht zu diesen Banken, dann machen sie dicht. Punkt, aus, Ende, Schluss. So einfach ist das. Und wie kommen wir dazu, dass die Menschen nicht zu diesen Banken gehen und dass die Banken geschlossen werden? Da'wah. Indem du sagst, guck mal, das ist haram. Ja? Allah Azza wa Jalla hat den Krieg erklärt gegen diejenigen, die Zinsen, mit Zinsen handeln und so weiter. Wie kriegen wir die Diskurs zu? Indem wir den Menschen sagen, hör mal zu, ittaqillah, das geht nicht, das ist haram, diese Sache. Das dauert. Ja, es dauert. Wo ist das Problem? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte zu Khabbab ibn al-Arat, als er gesagt hat, ja Rasulullah, mach Dua für uns und so weiter, weil sie gefoltert wurden, er sagte zu ihm, ihr seid Voreilige. Subhanallah. Obwohl er gefoltert wurde, Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, das braucht Zeit. Und wie immer gesagt wird, du musst nicht die Frucht ernten. Es kann sein, dass deine Enkelkinder die Frucht ernten, die Urenkelkinder in 100 Jahren, aber du musst anfangen, heute einen Beitrag zu leisten, damit in der nächsten Generation, übernächste Generation, übernächste Generation die Frucht geerntet wird.